Doch, wenn ich die jetzt festhalte und du da drauf haust, haust du mich auf die Hände? How to oder how lieber not to? Wir testen für euch heute Tipps, die wir im Internet gefunden haben. Und zwar starten wir mit einer Kokosnuss. Wenn ich diese immer öffne, dann haue ich mir irgendwie immer auf die Finger und es tut einfach sau weh und es ist eine mega, mega Sauerei in der Küche. Wir essen zu Hause nie Kokosnuss, weil es mir viel zu aufwendig ist. Aber ich habe einen Tipp gefunden, okay. Und zwar stecken wir die einfach in den Ofen für 20 Minuten und dann, Zauberei, soll die ganz von alleine gehen. Glaube ich nicht. Als nächstes probieren wir Panaden aus. Und zwar habe ich drei Panaden im Internet gefunden, die ich echt gerne mal testen möchte, weil ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, dass sie lecker sind. Brezeln. Bananenchips. Bananen? Banane kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Tortilla-Chips mit Käsegeschmack. Das machen wir jetzt natürlich erstmal klein. Achtung! Zwei, dreimal. Lisa! Ist doch gut gegangen. Wir machen die Rest der Panade ganz normal. Das heißt Ei und Mehl. Mir ist gerade ein bisschen Eierschale ins Ei gefallen. Und ich zeige euch mal zwei Möglichkeiten, wie man die ganz gut rausbekommt. Das eine ist mit nassen Fingern. Also einfach Finger so ein bisschen nass machen. Dann kann man da ganz gut reingreifen. Oder aber mit einem Stückchen Eierschale. Und dann einfach ganz easy rausnehmen. So, ich schlage jetzt das Ei und danach panieren wir. So, das heißt erst in Mehl. Dann in Ei und dann in unserer sensationellen Bananenpanade. Ich meine, irgendwann muss ich da diesen Tipp ausgedacht haben, da muss ich doch was dabei gedacht haben. Und am Ende geben wir natürlich Punkte für die Sachen, die am besten funktioniert haben. Also ich würde jetzt schon die Prognose abgeben, dass mit den Tortilla-Chips das am leckersten ist. Ich kann mir die mit den Tortilla-Chips auch echt gut für so ein Party-Buffet vorstellen. Ja, dann mit so einem geilen Dip noch mit dazu, so ein bisschen mega, mexikanisch. Mit so, ja, und so ein bisschen scharf. Ja, jetzt hörst du. Oder in Tortillas. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Also eingewickelt, ja. Ja. So, ich gebe die jetzt mal in den Ofen rein. Ich sehe da noch gekochte Eier. Was für ein gekochter Eiertipp hast du? Ich habe was gefunden, eigentlich total spannend. Und zwar, wie man ganz einfach und ganz schnell Eier schälen kann. Mit der Hand? Ja. Man braucht nur ein Glas, okay. Ein bisschen Wasser und okay. Ein gekochtes Ei. Und dann? Shakt man. Ich mach's auf dem herkömmlichen Wege. Während du Wasser holst, fange ich schon mal an. Wasser, Ei. Oh Gott. Fertig. Ups. Ich war definitiv schneller. Können wir kurz festhalten, ich war schneller. Dafür habe ich keine kleinen Eierschalen und mein Ei wie du. Oh, die feine Dame. Ja. Nochmal. Also, du startest immer viel früher als ich. Bist schon dabei. Fertig. Vergiss das. Ja, aber das ist ein Scheiß-Tipp. Also, es ist so semi. Also, es geht mit dem Glas, aber man ist genauso schnell mit der Hand. Man ist schneller mit der Hand. Punktevergabe für diesen Trick. Zwei? Also ich finde halt... Zwei von fünf? Also es funktioniert ja. Ich würde es auf gar keinen Fall zu Hause machen. Also für mich ist es eine klare 0 von 5. Es ist ein absolutes How not to Eier schälen. Okay, wir sagen eins. Wir sagen eins. Gut. Jetzt warten wir noch auf unsere Kokosnuss. Oh, es hat funktioniert. Ich weiß noch nicht. Aber sie hat auf jeden Fall einen richtigen Riss. Oh. Tada. Crazy. Ich habe eine Kokosnuss geknackt. Mit bloßen Händen. Du bist so stark. Das ist ja unglaublich. Aber schau, hier ist auch eingerissen. Willst du ein Messer oder willst du noch mal so einen Hammer? Doch, wenn ich die jetzt festhalte und du da drauf haust, haust du mich auf die Hände? Wahrscheinlich schon. Ja? Noch ein Stückchen, ja? Oh, es läuft schon eine ganze Kokoswasser raus. Okay, pass auf das Kokoswasser aus. Das auf. Das läuft nämlich dann aus. Man kann hier jetzt anscheinend wirklich so Stücke abbrechen. Das ist ja cool. Es ist warm. Auch nochmal besser. Ist ein mega cooler Tipp, wenn ihr euch nicht auf die Finger hauen wollt. Wie viele Punkte würdest du geben für den Tipp? Ich finde, er funktioniert. Er ist noch nicht ganz ausgereift. Ich würde es zu Hause wahrscheinlich so machen. Vielleicht 4? Mhm. Ja. Ich finde den noch nicht perfekt. Kann ich absolut mitgehen. Aber 4 Stück für mega easy an eine Kokosnuss kommen. Ja, und vor allem ohne kaputte Finger. Mhm. Was wert? 4 von 5. Unsere Hähnchen sind fertig. Ich habe es gerade gehört. Fertig. Für jeden ein Stück mit Tortilla-Chips. Nachos, ja. Bananen-Chips. Banane, die jetzt lecker gebräunt sind. Das sieht doch schon ansprechend aus. Lecker sieht es aus, ja. Brezel. Grobe Brezel. Okay, mit was starten wir? Starten wir mit Brezel. Und die Banane halt heben wir uns zum Schluss auf? Okay. Ja, perfekt gar. 12 Minuten reichen also. Ja. Bereit? Ja. Mmh. Schmeckt wie Hähnchen mit Salzbrezel. Hähnchen mit Salzbrezel. Mega lecker. Also ich finde, es schmeckt gut, aber man merkt irgendwie, dem Hähnchen fehlt vielleicht trotzdem noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Angst, dass ich mir den Mund verbrenne. Cool. Mmh. Käse ist immer gut.
Man muss aber den Käsegeschmack von den Käsenachos schon mögen. Das ist richtig so, du beißt rein und es macht einfach nur so. So, Banane. Ein bisschen Mutprobe, finde ich jetzt so. Ich muss dazu sagen, ich esse ehrlich auch gesagt nicht gern Bananenchips. Also ich finde es jetzt gar nicht so, ich finde, das gibt dem Hähnchen irgendwie nichts. Wer Bananenchips sowieso nicht so gerne isst, für den ist das Hähnchen definitiv nichts. Ich würde es gar keinen Fall weitermachen. Ich finde es jetzt auch nicht so gut. Jetzt zu den Punkten, was würdest du sagen, dieser Tipp? Ich würde sagen, die Tortilla-Chip-Käsepanade hat für mich eine 5 von 5. Mit dem Ofenbacken sogar noch ein bisschen cooler, weil es halt irgendwie von alleine backt. Und das wirklich in so einen Wrap eingewickelt mit Guacamole, richtig gut vorstellen, geil. Ja. Brezel, 3 von 5, 4 von 5, ist okay. Bananenchip ist für mich raus. Also, habe ich jetzt probiert, muss ich auch nicht nochmal. Also ich stimme dir eigentlich überein. Ich finde wirklich, die haben alle was für sich. Man kann es mal machen. Gut, Banane ist vielleicht wirklich für die Bananenfans unter uns. Ja. Ist super, also. Kann man machen. Also das mit den Tortilla-Chips, mega. Ja. Cool. Wenn ihr Tipps habt, bei denen ihr sagt, könnt ihr euch noch nicht ganz vorstellen, dass die gut funktionieren, schreibt sie uns in die Kommentare. Wir probieren es für euch aus. Und zwar jeden Tipp. Fast jeden Tipp.